Die letzten beiden Videos habe ich darüber erzählt, was die fünf wichtigsten Anfängerfehler sind, und ich habe drei Tipps für professionelle Anleger gegeben. Nun werde ich etwas immer öfters gefragt. Wie soll ich meine Aktien verkaufen? Nun, das Wie ist ganz einfach. Man kehrt den Kaufprozess um. Aber bevor man das Wie erklärt, bevor ich das Ihnen erkläre, fragen Sie sich zuerst, warum Sie verkaufen wollen. Von den fünf Anlegerfehlern wissen Sie schon, dass man nicht verkaufen soll, wenn die Aktienmärkte fallen, wenn es schlecht aussieht. Und man soll erst recht nicht verkaufen, wenn der Aktienpreis gefallen ist. Das sind schlechte Gründe. Gute Gründe sind, wenn man das Geld braucht. Zum Beispiel für den privaten Konsum. Ferien, einen neuen Wagen, ein neues Haus. Das sind Gründe, warum man Aktien veräußern sollte. Es macht auch Sinn, eine Aktie zu veräußern, wenn man in eine andere Region oder in eine andere Branche investieren möchte. Nehmen wir also an, Sie haben einen wirklich guten Grund, eine Aktie zu verkaufen. Wie machen Sie das? Nun, mein Kaufprozess ist ganz einfach. Ich verwende die Obermatt-Ränge, um interessante Aktien zu finden. Wenn eine Aktie einen guten Obermatt-Rang hat, dann schaue ich sie genauer an. In der Regel sind das mehrere Aktien und ich entscheide als nächstes, in welche Region, respektive in welche Branche ich investieren möchte. Und dann, wenn ich eine solche Firma gefunden habe, die mich wirklich interessiert, schaue ich sie noch genauer an. Wenn mir die Produkte und das Management gefällt, der Auftritt und ihre Pläne, dann kaufe ich diese Aktie. Und nun, was ist das Umgekehrte? Ganz einfach. Ich schaue zuerst auf die Ränge der Obermatt-Aktien in meinem Portfolio. Wenn ich über eine längere Zeit investiert habe, habe ich garantiert ein paar Unternehmen mit ganz schlechten Obermatt-Rängen. Und wenn es um das Verkaufen geht und der Prozess umgekehrt werden muss, verkaufe ich natürlich die Aktien mit den schlechten Obermatt-Rängen zuerst. Ich entscheide dann, welche Region oder welche Branche ich nicht mehr haben möchte, weil ich zum Beispiel besser diversifiziert werden sein möchte. Und dann entscheide ich noch das Unternehmen selber und mache einen Entschluss, welches Unternehmen mir am wenigsten gut gefällt von denjenigen, die ich zu verkaufen habe. Ein wichtiger Hinweis dazu: ich achte nicht darauf, ob der Aktienpreis gefallen ist oder nicht. Ich verkaufe aufgrund meines umgekehrten Kaufprozesses. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dem Selberinvestieren.